Ich glaube, das ist eine Frage, die sehr schwierig ist und sehr schwer beantwortbar ist. Es gibt ja Religionen und Lebensregeln. Es gibt Moralvorstellungen, ethische Vorstellungen. Es gibt Begriffe wie Gut und Böse, Himmel und die Unterwelt. Und wie gesagt, unser Leben ist eigentlich von Regeln umgarnt. Und auch wenn es einem gut geht, immer wieder weiß man, was man tun muss, oder es wird einem oktroyiert. Wir müssen Steuer bezahlen. Von uns Künstlern verlangt der Staat 60% unseres Gewinns. Und ich finde schon, die Lebensbedingungen entsprechen Zwängen. Und dagegen versuche ich, die Intensität zu setzen. Es ist immer wichtig, dass man alle Lebensvollzüge intensiv durchführt, ohne dabei jemand zu schaden. Ich würde sagen, jenseits der Politik, jenseits der sozialen Regeln, ist die Intensität, die durchaus mit all dem nicht in Widerspruch stehen müsste. Aber doch, das ganze Schöpfungsgefüge ist eigentlich darauf aufgebaut, dass immer wieder die Intensität gewissen Regeln trotzt oder diese Regeln sogar überwindet und stärker ist. Und ich glaube, das höchste ethische Gebot ist, alles, was man macht und was man tut, äußerst intensiv zu machen. Und wie werden wir leben in Zukunft, glauben Sie? Ich möchte da nichts Positives und nichts Negatives prophezeien, aber ich glaube, wieder, die Intensität ist das Wichtigste und die Intensität hat auch die Geschichte, die Kunstgeschichte, die Kulturgeschichte geschrieben. Das lauwarme Existieren ist eigentlich nicht so lustig. Und das hat nicht unbedingt mit Armut und Reichtum was zu tun. Es kann ein ganz armer Mensch ganz intensiv leben und ein reicher Mensch sehr lauwarm und träge. Okay. Und glauben Sie an einen Gott oder eine höhere Macht? Im Laufe unserer Geschichte sind eigentlich viele Gottesbegriffe und Gottesvorstellungen geprägt worden. Und ich würde sagen, der Begriff Gott ist ein sprachlicher Begriff. Ich würde den Begriff des persönlichen Gottes in die Richtung erweitern, dass für mich die ganze Schöpfung, der ganze Ablauf der Natur, das ganze Ereignis des Universums
Und das ganze unaufhörliche schöpferische Vorgehen der Lebendigkeit würde ich als das Sein bezeichnen. Und im Seinsbegriff offenbart sich das für mich, was Gott sein könnte. Das ist aber eine überpersönliche Tatsache, in der wir letzten Ende alles finden, in der letzten Endes sich alles trifft. Und ich spreche oft auch vom Seinsmystik. Man kann nicht nur Gott gegenüber Mystik betreiben, sondern der Tatsache dessen, das ist, dessen, das Sein ist. Und es gibt eine Grundfrage der Philosophie, die immer wieder auftaucht. Und die Frage lautet, warum ist überhaupt irgendetwas? Warum ist überhaupt Sein? Warum ist nicht viel mehr nichts? Und ich fühle mich in der Tatsache dessen, das ist und das Sein ist geborgen. Und ich finde, wir haben eine Aufgabe und Verantwortung, dass wir diesen Begriff, dass wir sind, das Sein ist, dass wir den erfüllen und weitertreiben und dass wir ins Unendliche und Ewige vorschießen durch unsere Intensität, durch unsere richtig erfasste Lebendigkeit. Und könnte es sein, dass wir so etwas Ähnliches sind wie ein Computerprogramm für eine höhere Macht? Der Pascal hat ja gemeint, vielleicht sind wir nur ein Spiel einer höheren Macht. Ich kenne diese Fantasien, aber ich glaube, dazu ist das, was wir jeden Tag erleben, eben zu lebendig. Und ich habe das Gefühl, dass das Sein das Wahrhaftigste ist, das es gibt. Es ist schlecht, es geht schlecht um die Tatsache, dass wir sind. Und selbst wenn das so wäre, könnten wir durch unsere Intensität das tatsächliche Sein treffen. Und glauben Sie, dass wir einen eigenen Willen haben? Die moderne Hirnforschung meint ja, wir können unsere Gedanken nicht wirklich kontrollieren. Also die Gedanken, was wir als nächstes haben werden. Noch brauche ich keine moderne Gehirnforschung. Als junger Mensch habe ich schon immer gewusst, dass nicht ich denke, sondern es denkt. Und da haben wir wieder die Intensität. Wenn die Intensität gehandhabt wird, dann treten die Umstände oder die Tatsachen ein, dass ich denke und dass ich will. Aber vorerst denkt es und durch die Intensität kann ich erreichen, dass ich willentlich denke. Das geht nicht permanent. Ich würde sagen, die meiste Zeit des Tages denkt es. Und dann gibt es große Augenblicke, jeden Tag, wo ich denke, wo ich bestimme, wie die Assoziationen laufen, durch meine Intensität und durch meinen gezielten Lebenswillen. Dann eine Frage, glauben Sie daran, gibt es das Böse, das personifizierte Böse? Das Böse, für mich gibt es das Böse nicht. Und das personifizierte
böse schon gar nicht. Ich würde immer wieder sagen, das, was man als böse sieht, das ist wie ein Gebrechen beim Staudamm. Es sind unglaublich viele Triebe da, die eben verdrängt werden durch die Religion und Machtvorstellungen und durch eben bürgerliche Zwänge. Und wenn der Staudamm irgendwo Lücken hat, dann entsteht das, was wir als das Böse bezeichnen. Und? Große Augenblicke, wo ich eigentlich im Mittelpunkt der Schöpfung bin, wo ich im Sinn der Mystik in allen Dingen bin, alle Dinge in mir sind, ich bin alles, das ganze Universum, die ganze Schöpfung ist mein Leib, und wo ich Augenblicke erlebe, wo ich mehr als weiß, dass ich eigentlich alles schon war und alles bin, was ist und alles sein werde, was kommen wird. Und glauben Sie, soll man zufrieden sein? Oder gibt es dann keine Weiterentwicklung mehr, wenn man zufrieden ist, als Künstler zum Beispiel? Macht man nicht. Ich glaube, es gibt also schon Wünsche, für die man hat, die man versucht zu verwirklichen. Und dann gibt es eben diese großen Augenblicke, wo man etwas, was man wollte, verwirklichen konnte. Und das ermöglicht dann eine Zufriedenheit oder ganz was Banales. Ich habe ja mein ganzes Leben, also immer mit Assistenten, oft mit vielen Assistenten gearbeitet. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Am Abend sind wir in die Weinkeller gegangen oder zum Heiligen oder haben uns irgendwo im Garten hingesetzt, haben getrunken, gegessen und haben, würde ich schon sagen, oft in Zufriedenheit geschwelgt. Und ich bin dann oft weit nach Mitternacht bin ich noch ins Atelier gegangen, das Licht aufgedreht und habe geschaut, was wir geleistet haben. Und da war oft Grund zu einer Zufriedenheit und zu einer Ruhe. Und liebe die Welt, bejahe die Schöpfung, und in der Schöpfung gibt es alles. Gibt es Orgiastik, Exzess, Schmerz, die dramatische Katastrophe, die Katastrophe des Dramas, die Auferstehung, die Erleuchtung. Also ich stehe einer Schöpfung gegenüber, die eben alles beinhaltet, alles in sich trägt. Und eigentlich ist es bei mir ähnlich. Ich bin aus dieser Schöpfung, lebe in dieser Schöpfung, habe sie verwirklicht, verwirkliche sie und werde sie verwirklichen. Und was kann eigentlich vor dem Urknall gewesen sein? Einstein meinte ja, das weiß nur der Boss. Ja, da war wahrscheinlich nicht unrecht. Aber die Kosmologie glaubt eigentlich, dass nicht nur einen Urknall gegeben hat. Unendlich viele, wie das Atmen, wie der Pulsschlag. Und das ist auch meine Meinung, auch gibt es viele Kosmen, so wie es Moleküle gibt, die aneinandergereiht sind. Also wir stehen der Unendlichkeit gegenüber. Wir sind in der Unendlichkeit. Und das sind eben die großen Augenblicke. Und das ist das Glück, wenn man sich
weiß in der Unendlichkeit. Und dieses Begreifen, der wirkliche Begreifen, was über die denkerische, also quantitätsmäßige Wissenserfassung hinausgeht, es gibt Augenblicke, da stehst du in der Ewigkeit. Und das sind eben gerade die Augenblicke, wo das möglich ist. Weil man ist alles so gebaut, dass man wohl da ist, aber nicht da ist, gemäß der vollen Intensität des intensivsten Schöpfungsaktes. Gut, wenn es einen Gott gibt, wer hat ihn erschaffen? Ich spreche jetzt von mir. Ich habe mich mein ganzes Leben mit Philosophie beschäftigt. Es gibt etliche Bücher, die meine Philosophie ist nie losgelöst von meinem Werk. Und ich schreibe da immer am Tisch vom Schlafen gehen oder zwischen der Arbeit. Der Begriff Gottes, also ich habe mich auch viel mit dem Gottesbegriff und mit Philosophie beschäftigt. Das Wesen Gottes ist, dass er immer war und immer sein wird. Er ist ungeboren. Sehr wichtig. Und ich glaube auch, das Sein ist ungeboren. Und in dem Sinn, obwohl wir im Zeitensystem geboren sind, sind wir ursächlich auch ungeboren. Man beschäftigt sich immer mit dem Leben nach dem Tod. Man beschäftigt sich nie mit dem Leben vor dem Leben. Und wir haben Eltern, die haben dann wieder Eltern und das verzweigt sich, dann kommt eine irrsinnige Ahnenmannschaft und dann endet man eigentlich rückschauend in der Natur und diese Natur hat unser Sperma bereitet und in dem Sperma ist latent schon eigentlich alles drin, die ganze Entwicklung der Natur bis zu unseren höchsten Bewusstseinsleistungen, bis zur Seinsmystik. Also, wie gesagt, die Gottesvorstellung ist eine Gottesvorstellung. Die metaphysische Seinsvorstellung, die ich habe, ist ebenso ungeboren wie die Gottesvorstellung, oder wie Gott, wie die Vorstellung von Gott. Und wir wissen alle, wie es endet und machen trotzdem weiter? Oder was kommt danach? Ich weiß es nicht, aber ich glaube an die ewige Wiederkehr. So wie es auch mit den Jahreszeiten ist. Das haben wir noch vor kurzem im Herbst erlebt, Winter. Und jetzt blüht wieder alles. Voriges Jahr gab es eine Weinernte. Heuer wird es wieder eine Weinernte geben. Kornernte, Obsternte und nächstes Jahr wieder. Und wir gehen, solange wir leben, gehen wir schlafen, wachen am nächsten Tag wieder auf. Und ich glaube, wenn unser Leben aufhört, haben wir eigentlich schon vorher inniger im Sein unsere Anwesenheit verspürt. Also es ist eher so, der Tod ist wahrscheinlich dem Einschlafen vergleichbar. Aber ich glaube, dass alles immer wiederkehrt. Wiedergeburt in anderen Lebewesen, Seelenwanderung? Naja, ich meine, das sind wunderbar in ihrer Zeit, wunderbare Vorstellungen da sind gewesen und das ganze Karma-Denken und alles. Und hat sicher was auf sich, aber ist eher
würde ich sagen, mythisch. Und ich glaube eher, also wir sind ja auch im Tierreich. Das Tierreich hat uns ja vorbereitet. Na gut. Herr Nitsch, glauben Sie, sind wir Sklaven der neuen Medien, gefangen in unserer eigenen digitalen Welt? Eigentlich seit frühester Jugend wurde mir immer die Frage gestellt, wie ist es, ist die Technologie gefährlich für uns? Und ich habe damals das gleiche gesagt, wie ich heute sage. Die Technologie ist vollkommen in Ordnung, aber sie wird missbraucht von uns Menschen. Wenn irgendwie, da kommt ein Haufen Japaner und fotografieren alle den Stephansdom und du kannst Ansichtskarten nachkaufen, machen das mit tollen Fotoapparaten, die für viel was Besseres und Wichtigeres geeignet werden. Nein, die fotografieren irgendwas, was eh schon Millionen Mal fotografiert worden ist. Oder der Unfug mit den Handys. Ich hätte nichts gegen die Handys, aber es entwickelt sich eine eigene Unkultur. Und da sitzen fünf junge Männer, also so habe ich x-mal erlebt, vielleicht mehr oder auch weniger. Jede hat so ein Viech in der Hand, reden nichts miteinander. Und das ist Missbrauch der Technik. Aber man, es gibt, die Technik kann Wunderbares bieten, aber man muss damit umgehen können. Und man muss sie meiner Meinung nach richtig nutzen. Und glauben Sie, leben wir in einer Wendezeit oder in einer Endzeit? Oder in einer Endzeit? Nein, das hört man immer. Immer hat man geglaubt, das hat man schon im Mittelalter geglaubt, dass die Welt bald untergehen wird und dass wir in einer Wendezeit leben. Zur Zeit der Reformation und immer wieder. Nein, aber es gibt diese Zeit hat eben schon viele Umschichtungen. Aber man soll sie nicht nur negativ sehen. Hat diese Gesellschaft jeden Respekt vor alten Bäumen verloren? Also ich weiß, ich war so zweimal in der Woche, fahre ich nach Wien und da eben wenn ich durch unsere Landstraßen dann zur Autobahn fahre und so, dann sehe ich, dass da sinnlos Bäume gerodet werden und abgeschnitten werden. Ne? Und solche Geschichten, dass irgendwann mal ein Baum im Schädel ist. Oder, ich meine, auch früher, die schmalen Straßen hier, die waren, links und rechts gab es Kirschenbäume. Das war was Wunderschönes. Und da ist noch die Polizei gerufen worden, wenn die Leute Kirschen gestohlen haben, unter Anführungszeichen. Heute interessiert sich niemand für die Kirschen, aber die Bäume schneiden so. Und warum schneiden sie die Bäume auch? Weil sie Straßen verbreitern und dann fahren sie erst recht wütend, da stessen sie. Wenn die Kirschenbäume da sind und die Straßen schmal sind, glaube ich, passen sie vielleicht mehr auf und fahren nicht so schnell, dass sie sich da stessen. Nur ein Ding so. Und ich meine, da gibt es so viele. Ja, das ist ja das Sicherheitsdenken, nicht? Ja, ja. Dass immer die Angst herrscht, dass irgendwer verletzt werden könnte durch einen umfallenden Baum oder ja, gestürzten Baum. Und da haben sie aber die Autos und alle Straßen dicht befahren. Und da stessen sie auch immer mit viel Leuten. Und das,
Da kriegt man dann mal Unfallziffern irgendwie zu hören. Man sollte mal vergleichen das Verhältnis zwischen Autofahren und Unfallopfern. Ob das wirklich alles notwendig ist, ich weiß es nicht. Eiswindrau. Ich habe mir gerade gedacht, aber ich will mir nichts sagen dran. Ja, bitte. Ich wollte Sie nicht verärgern. Ich bin jetzt gerade von St. Pölten hergefahren, weil ich jetzt in St. Pölten bin. Und für mich wird die Landschaft so verschandelt, zerrissen, das Landschaftsbild, richtig, durch richtig, diese Windräder. Richtig. Ich würde wie in Kalifornien Parks machen, also Windparks. Ja, ja. Ja, ja. Also da war es durch das Ghetto, das sind die Windwahl, okay. Nicht, aber nicht so einzeln in die Landschaft. Furchtbar. Danke, das Weinviertel. Das wieder die Kamera. Das Weinviertel war eine der unverdorbensten Gegenden. Hier war kaum Industrie, bis auf das, dass die Leute ihre Häuser schauerlich restauriert haben, aber das hat man schon gefressen. Und dann kommen diese Windräder. Eine Landschaft, die so auf den Horizont aufbaut, so zu zerstören. Und es gibt keinen ökologischen Grund, eben eine Landschaft durch diesen blöden Stromgewinn, den man sich da erwartet, so zu zerstören. Ja, also ich habe mich da ein bisschen eingelesen, also es verdienen die Grundbesitzer, kriegen ja irrsinnig viel Pacht, 500.000 ja, ja. Euro. Ja, so. Ja, ja, ja. Und ja. Das ist ja Mafia dahinter. Ja, ja. Ja, ja. Gibt ja ihre Klagen schon gegen diese ja, ja. Windräderbetreiber, ja, ja. Weil das ja eine Geschäftssache ist. Sie wird auch vom Staat voll gefördert. Also das ist eine ziemlich verlogene Geschichte, so wie die Pelletsheizung. Also diese dass die so ökologisch ist, die Pelletsheizung. Da werden ganze Wälder niedergeschnitten für diese Pelletsheizung. Ne? Nur das früher, weiß ich wieder nicht. Oh ja, früher hat es geheißen, das ist nur Abfall, nur Holzabfall. Aber es werden wunderschöne Wälder geholzt, nur für diese Pelletsheizung. Und die grünen, ökodenkenden Menschen glauben, aha, bin jetzt sehr ökologisch, ne, weil jetzt Holz heißt. Aber das dauert die 100 Jahre, bis so ein Baum wieder schlafen. Das ist eine politische Organisation geworden. Das ist auch nicht wirklich Grünen. Die kann Begriffe wie Bier und Vegan und so. Ja. Alles nicht mehr hören, weil das verlogen ist. Nun. Ich war in der Natur, Wein, bin stolz darauf. Was, ich habe im Stehen im Keller noch. Bitte? Ich habe im Stehen im Keller ihren Wein noch. Ja, naja. Doppler. Eigentlich Keller ausgesucht. Na, ich bin seit einem Jahr auf 0,0. Ja, das könnte ich nicht. Ja, kommt ja eigentlich keinen Anfang dieser Gesellschaft sehen oder der Gesellschaft. Sie wird sich natürlich umstrukturieren, aber am Ende, nach der Französischen Revolution, war die Gesellschaft auch nicht am Ende. Sie wird sich umstrukturieren. Also außerdem, für mich ist die Gesellschaft gar nicht so lustig und ich möchte sie gar nicht als Gesamtbegriff definiert wissen. Also ich kann da kein Ende sehen, es wird sich vieles ändern, wie sich immer vieles geändert hat.